Nächste Woche bei Verbotene Liebe werden nicht nur Rätsel gelöst, es wird auch Stimmen geben, die ziemlich rätselhaft sind. Um welche Rätsel es sich handelt und wem die Stimme gehört, das erfahrt ihr hier und jetzt beim Clipping. Na, wenn da nicht mal des Rätsels Lösung böse Folgen nach sich zieht. Ich bin Polizist und mein Verstand und meine Intuition sagen mir, dass ich auf der richtigen Spur bin. Andi und Bella haben bei Handwerkerarbeiten die Pelze versehentlich zerstört und dann versucht, mit Olli alles zu vertuschen. Ich kann dich ja verstehen, Frank. Du kommst in diesem Fall seit langem nicht weiter. Und natürlich musst du jeder Möglichkeit nachgehen. Aber die drei waren zum fraglichen Zeitpunkt bei mir im Schneiders. Ich verstehe. Wo willst du denn jetzt noch hin? Meine Arbeit machen. Vielleicht finde ich ja jemanden, der mich dabei unterstützt. Goethe, ein österreichischer Komponist? Beim Lösen von Rätseln entpuppt sich so mancher als richtiger Kulturbanause. Oder ist jetzt genau das des Rätsels Lösung? Verwirrt? Ja, ich auch ein bisschen. Aber schau doch mal selbst. Österreichischer Komponist mit 6 Buchstaben. Goethe? Jetzt komm schon, bist du kein Kulturbanause. Moment mal. Ein unheimlicher Traum, der besonders einem rätselhaft vorkommt. Vicky? Thomas? Vicky! Wo bist du denn? Thomas? Vicky? Wird Frank Bella und Andi vor Gericht bringen? Ist das Rätselheft jetzt endlich die Erlösung für die Lahnsteins? Und was hat Thomas Traum zu bedeuten? Die Antwort gibt es bei Verbotene Liebe. Ab Montag, 18 Uhr, im Ersten.